Pfarrerseits, liebe Fans, bei diesem Live-Event, die Mission Europameisterschaft in Frankreich. Holy moly. Besondere Anlässe erfordern besondere Maßnahmen. Wir sind am Frankfurter Flughafen und hier steigen heute gleich zwei Sachen. Zum einen die Premiere der neuen Fan-Hansa 2016 und genau in diesem Flieger, den wir hinter uns sehen, wird die deutsche Nationalmannschaft starten. Mia Künzer, ihres Zeichens Fußball-Weltmeisterin 2003. Mia ist schon im First-Class-Terminal, gucken wir auch gleich mal hin. Ihr wisst ja wahrscheinlich, dass auf dem Flieger Namen von 300 Fans verewigt sind. Wir hatten 65.000 Menschen, die sich darum beworben haben. Die Fußballbegeisterung bei den Lufthanseaten und ihren Familien ist unglaublich groß. Ja, liebe Fans, schön, dass ihr auch eingeschaltet habt. Wir sind alle sehr gespannt in der Mannschaft, wie der Flieger aussehen wird. Ja, es ist natürlich cool, wenn der Name außen drauf ist. Ansonsten hoffe ich, dass die Sitze innen bequem sind, aber die Reise wird uns ja so angenehm wie möglich gemacht. Vielleicht die erfahrenen an die erfahrenen Spieler. Ist es für euch etwas entspannter bis zum Startschuss oder ist man jedes Mal genauso aufgeregt? Ich glaube aufgeregt, also ich war jetzt noch nie aufgeregt. Es ist auf jeden Fall ja, ein Highlight meiner Saison, noch eine Krönung. Bis jetzt ist alles wunderbar und wird auch jetzt Zeit, dass es losgeht. Wie geht's dir? Was macht das Knie? Wie fühlst du dich körperlich? Danke, mir geht's soweit gut und die Vorfreude ist sehr groß auf das Turnier. Ja, man möchte natürlich am liebsten manchmal gerne selber auf dem Platz stehen, ne, und das Ding noch reinmachen. Dennoch merke ich auch, jeder ist Teil des Erfolges, jeder fühlt sich verantwortlich. Welche Teams gehören zum Favoritenkreis für Sie, außer dem amtierenden Weltmeister natürlich? Also Spanien auf jeden Fall, Frankreich als Gastgeber, nicht zu unterschätzen Belgien, Italien kann immer sehr gefährlich sein. England finde ich auch besser als die letzten 3-4 Turniere, also ich denke, dass diese Mannschaften schon so zum engeren Favoritenkreis zählen. Und wie ihr seht, die Jungs sehen sehr entspannt aus. Thomas Müller, muss ich sagen, so wie man ihn halt kennt, sehr gelöst, sehr relaxed. Nein, er ist schon ein sehr lockerer Typ. Leckerer Typ. Guter Mann auf jeden Fall. Es ist ja auch extrem wichtig, dass die Mannschaft merkt, dass sie hier Unterstützung von den Fans hat. Ja, gleich sind sie drin in der Bude. Winke, winke. Winke, winke. Also für mich war es extrem aufregend, so nah dran an allen zu sein. Die Stimmung scheint gut zu sein, die Jungs vertragen sich und sieht alles gut aus für die EM. Der Abflug der deutschen Nationalmannschaft nach Frankreich, live vom Frankfurter Flughafen, mit der neuen Fan-Hansa, mit euren Namen drauf. Und wir hoffen, dass sie aus Paris wieder abgeholt werden, mit dem EM-Pokal auf einem Extrasitzchen. Herrschaften, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.